Upale, ka upale, upale, kupale, pichi tera. Es bringt Kraft, die Kraft von der Erde, die Kraft des Feuers in deinem Herzen, der Atem. Und gegen Corona bringt das auch was? Ja, das tut das gegen den Fake bringen. Das ist unser Good Worker! Das ist unsere Kraft! Keine Sorge, wir haben gewonnen! Wir haben gewonnen! Wir haben es geschafft, dieser Scheiß-Fake wird nie wiederkommen! Ach, die Kollegen von Spiegel TV! Tag, Herr Walden, Mensch! Alter, komm, ich will ja gerne die Hand geben, aber darf man ja nicht, ne? Nee. Heute kein Interview, ne? Geben Sie kein Interview heute? Wir haben jetzt einen Termin. Ach, Sie haben einen Termin? Ja, genau. Mit wem denn? Mit dem Herrn Fichtner. Den kennen Sie doch vielleicht, oder? Herr Fichtner? Nee, wer ist das? Immer als AfD. Ach, aber so, wir gehen jetzt auch mal weiter, ja? Ja, gehen Sie weiter. Ja. Denn, endlich viel Spaß, ne? Sich die Medien, die interviewen sich gegenseitig. Ist das geil, oder? Jawohl! Endlich hinterfragt ihr euch! Naja. Voll, ihr Fake News! Juhu. Ich bin kein Fake News. Nee, was bist du denn hier? Ich weiß ja nicht, was die sind. Was machen Sie denn hier? Bericht erstatten natürlich, das gleiche wie Sie wahrscheinlich. Neutral? Natürlich nicht, natürlich absolut rechtsradikal eingefärbt, ist doch klar, so wie Sie linksradikal eingefärbt alles darstellen. Wie kommen Sie denn darauf? Och, reine weibliche Intuition. Ja. Meinen Sie, die Leute wissen, dass Sie zum Beispiel Sympathien zu Holocaust-Leugnern haben und so? Ja, ja, viele, die hier sind, die wissen das bestimmt, die kennen ja mein Werk eigentlich, ne, da. Aber da haben die kein Problem mit, weil es hier ja nicht um sowas geht, hier geht es ja um die Freiheit und da setzen sich eben alle für ein, ne. Okay. Also was meinen Sie, wenn Sie jetzt hier eine Umfrage machen, Entschuldigung, ja, fragen darf ich Sie mal ganz kurz fragen, wissen Sie zum Beispiel, dass sich der Herr Nährling für Holocaust-Leugner einsetzt? Finden Sie das gut, dass so jemand hier auf der Demo also ist? Also es ist einfach so, ich glaube, heute sind alle da für die Grundrechte und ich glaube, dass links und rechts, und wie sie alle sind, gerade zusammenstehen für die Menschen. Und ich glaube, dass in jedem ein Herz schlägt. Und dieses Herz, das in jedem schlägt, das ist das, was sich hier gerade ausbreitet. Und mir ist es egal, wer jetzt bisher was gedacht hat. Ich glaube nicht, dass es irgendwo schlechte Menschen gibt. Ich glaube, dass wir alle da sind, um für das Leben zu stehen, oder? Ein Herz für Rechtsextremisten, auch heute. Nein, ein Herz für Menschen. Tja, mir ist es egal, 0-1 für Sie, würde ich sagen. Ja? Ganz ehrlich, ja? Die Zeiten sind vorbei, wo wir uns spaltet. Und das gilt gerade für dich auch. Wenn du solche Fragen stellst, dann musst du dich fragen, ob du das Richtige tust. Ob das, diese Spaltung, die du in den Menschen bringst, ob das genau das ist, was wir alle wollen. Und ich glaube es nämlich nicht. Ich glaube, das, was wir hier machen, ist, dass wir alle zusammenkommen als Menschen. Und das, was bisher war, dass man gesagt hat, ah, die sind rechts, die sind links, die sind böse, die sind gut oder was weiß ich, das ist vorbei. Warum sind Sie denn hier? Ja, um Bericht zu erstatten. Ich bin Journalist. Haben Sie das noch nicht verstanden mittlerweile? Sie doch auch. Warum sind Sie denn hier? Mit Ihrem Fantasie-Presseausweis? Das ist kein Fantasie-Presseausweis. Den habe ich gemacht. Ich berufe mich aufs Grundgesetz, Artikel 5. Also, wir sind gerade jetzt hier Zeuge, die angeblich linke und angeblich rechte Journalisten sich gegenseitig interviewen. Also die Medien hinterfragen sich selber. Und es ist also echt lustig. Und ich habe gerade gesagt, sie sollen das aufgeben, dass sie da sich gegenseitig spalten. Aber sie sind dabei, ihre Positionen zu halten. Noch, ja. Also das wird sich bald ändern. Ich glaube, dass die Herzen berührt sind und dass es ja, jetzt noch so ein kleines Kämpfchen ist. Aber das wird. Gut, Herr Walden, dann noch frohe Reportage, ne? Und lassen Sie nicht ärgern. Sowieso nicht. Ja. 0-1 für Sie, würde ich sagen. Okay, haben Sie denn Angst vor Corona? Sehe ich so aus? Machen Sie sich da gar keine Sorgen? Machen Sie sich Sorgen? Ja, grundsätzlich schon, ja. Ja, da haben wir eben einen Unterschied. Alles klar. Schönen Gut, Tag. Alles Gute, ebenso. Beide neue Herz hier, das ist schon viel besser. Machen wir doch auch. Ja, ja. Wir sind trotzdem davon. Eigentlich machen wir beiden, der ist ein feiner Kerl. Beim Bier würden wir uns super verstehen. Wir sind als Mensch hier. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger, ne? Ja, ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Tag. Danke. Jetzt müssen wir auch mal weiter. Ja.